Ein Spießrutenlauf gegen die schon für die Zwischenrunde qualifizierten Portugiesen ist nicht zu befürchten. Gegen Sporting Lissabon muss Hertha BSC lediglich die letzte Hürde nehmen. Vor heimischer Kulisse reicht ein Unentschieden. Doch die Tatsache, dass ein gutes Pferd immer nur so hoch springt, wie es muss, bringt auch Gefahren mit sich. Wenn es dann letztendlich zum Punkt reicht, ist das ja auch nicht so schlecht. Aber wir gehen ins Spiel, in diese 90 Minuten, um das Spiel auch zu gewinnen. Von dem Spiel gegen Bayern, das ist auch wichtig für uns, dann wir gewinnen morgen. Florian Kringe und Arne Friedrich sind derzeit Leidensgenossen. Die letzte Hürde auf dem Weg zurück auf den Platz haben beide nach ihren Verletzungen bereits genommen. Während ein Einsatz des Kapitäns im entscheidenden letzten Gruppenspiel aber noch zu früh kommen würde, darf Florian Kringe zumindest auf einen Platz auf der Bank spekulieren. Ja, er scheut auch keinen Zweikampf. Das siehst du auch gerade in diesen kleinen Spielen, wenn es dort im Kreis geht, 7-2. Auch dort überhaupt keine Vorsicht mehr, sondern auch da will ja jeder vermeiden, in die Mitte zu kommen, weil er da mehr laufen muss als draußen. Und da siehst du eben auch mal, dass Spieler dann dort wirklich auch unkontrolliert zum Ball hingehen. Also da, er hat keine Angst mehr, er nimmt sich nicht zurück, sondern er geht da auch zum Ball auf die Gefahr hin, dass einer ihm da vielleicht mal auf den Fuß tritt. Ja, also das sieht sehr ordentlich aus und wir werden das morgen nach dem Abschluss Training entscheiden. Ich schließe es nicht mehr so kategorisch aus wie gestern oder vorgestern noch. Die letzte Hürde bei der Verpflichtung von Leverkusens Stürmer Theofanis Gekas ist auch noch nicht genommen. Ein Weiterkommen in der Europa-Liga würde die alte Dame mit Sicherheit attraktiver erscheinen lassen. Doch der erhoffte Geldsegen, den eine Qualifikation für die nächste Runde mit sich bringen würde, ist kein Freifahrtschein für eine wilde Shoppingtour auf dem Transfermarkt. Die Hertha ist ja in der Lage, auch ohne diese Zusatzeinnahmen, die wir ja nicht einkalkulieren können, die Spieler zu holen, die wir gerne hätten. Dass es dadurch natürlich noch etwas leichter wird, wenn man zusätzlich Geld einnimmt, ist ja ganz klar. Aber dadurch kommt nicht noch ein zusätzlicher Spieler. Das nicht. Ein Weiterkommen in der Europa-Liga ist für Hertha BSC Berlin erstrebenswert. Denn neben neuen nicht eingeplanten Geldquellen würde auch das Selbstbewusstsein des Teams wieder steigen. Ein Weiterkommen in der Europa-Liga darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der Bundesliga noch einige Hürden zu überwinden gibt.